Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Also bei uns ist es auf jeden Fall morgens. Wann ihr genau das Video seht, zu welcher Tageszeit, weiß ich nicht genau. Ich begrüße euch auf jeden Fall zu einem neuen Video. Und wir erleben gerade keine einfache Angelzeit. Das Wasser ist sehr, sehr klar, sehr, sehr niedrig. Die Fische sind sehr faul, möchte ich mal behaupten. Liegen am Grund, gibt nur ganz wenige Momente am Tag, wo sie ein bisschen aktiv werden. Ja, und für viele Wallerangler, eigentlich für jeden Welsangler, ist das natürlich ein Problem. Aber die meisten Welsangler leben dann doch in solchen Phasen eher gemütlich zusammen, als ein bisschen Action zu machen. Und in diesem Video will ich euch zeigen, dass manchmal es besser ist, ein bisschen Kampf zu machen, als gemütlichen, geselligen Mampf zu haben. Ja. Ich bin mit Gästen unterwegs und natürlich ist es am schönsten, abends zusammen am Lagerfeuer zu sitzen, zu warten, bis das Grillfleisch seinen Garpunkt erreicht hat und von einem gemeinsamen Angelplatz aus Fische zu fangen. Aber wenn der letzte und für mich doch wichtigste Punkt, das Fischefangen, schwierig wird, dann muss ich diese Gemütlichkeit sprengen und die Jungs aufteilen. Ja. Ihr habt ja in vielen Revieren, in vielen unterschiedlichen Gewässern ganz viele unterschiedliche Plätze. Das kennt ihr ja. Ihr fahrt irgendwo lang, sagt, oh hier, wie jetzt zum Beispiel dieser Spot hier, eine schöne, langgezogene Sandbank. Dann seht ihr irgendeinen Abriss draußen im Fluss, irgendeine Kante, wo eine Wasserverwirbelung ist, dann vielleicht irgendein Buhnenfeld, dann irgendein Zulauf von einem Altarm. Ja, und dann ist es doch am effektivsten, wenn man sich nicht zusammen an einen Platz setzt, der das hergibt, sondern gleichzeitig in der Gruppe die langgezogene Sandbank angelt, draußen auf dem Fluss einen Abriss beangelt und vielleicht noch den Einlauf eines alten Altarms beangelt. Ich habe also die Jungs komplett aufgetrennt. Einer hängt da draußen auf dem Boot, alleine. Da habe ich draußen so einen Abriss geangelt. Das Hauptlager haben wir hier auf so einer langgezogenen, relativ unbekannten Sandbank belassen. Ja, und ein Gast sitzt ganz drüben in so einem Einlaufgebiet von einem Grasland. Ist zwar nicht sehr gesellig, aber das Effektivste, was man machen kann, wenn es mal nicht so läuft und von einem Platz aus gut gefangen werden kann, dann ist auftrennen die Devise. Und wie wir das genau machen, was wir da machen, was wir da für Hilfsmittel benötigen, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, hier vorne klingelt es schon wieder, das seht ihr in diesem Video. Abfahrt. Die Morgenstunden bringen aktuell die Bisse. Nachts kann man schlafen. Klingt komisch, ist aber so. Könnt ihr hier vorne diese Linie im Wasser erkennen? Das ist dieser Abriss. Und da habe ich einen Torben draufgehangen im Boot, alleine. Plan ging perfekt auf. Jetzt im Morgengrauen kam auch hier ein guter Fisch. Nach dem Regen kommen sie dann langsam aus ihren Löchern raus.
Aber wie gesagt, effektives Angeln anstatt Grillen und Chillen bringt dann auch in harten Phasen den einen oder anderen Fisch mehr. Wenn man natürlich zu so einer Aktion auch bereit ist, ne, muss man sich immer gut überlegen, wie so eine Woche ablaufen soll. Gemütliches Beisammensitzen und Lagerfeuerromantik oder Kampf und Action bis zur letzten Minute. So, da ist er, der Kollege. Draußen auf dem Boot im Regen heute Nacht, aber ein starker Fisch. Das hat sich ja gelohnt. Besser Kampf anstatt geselligen Mampf. Petri Thom. Hörst du mich? Fisch, Fisch, Fisch. Welche Route? Links oder rechts? Die rechte Route. Ich komme, ich bin unterwegs. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ja, die nächste Chance. Der Tom sitzt da drüben in der Steinpackung mit dem Walkie-Talkie bewaffnet. Und wir haben jetzt am Nachmittag einen schönen Einschlag gehabt. Da ist er, der Nächste. Wieder Nachmittagsphase, kommen sie aus ihren Löchern. Zwei kleine Mikros bringen Fisch. Petri Heil. Ja, der Anfang ist gemacht. Noch dieser Platz bringt wieder einen schönen Fisch für den Mitch. Sehr geil. Erster Fisch. Richtig geil. Genau. Und auch die Kleinen, über die muss man sich freuen. Jetzt arbeiten wir weiter an einem Dicken. Schicken zurück zur Mama. Auf geht's. Bringen wir die Mama. Die Klamotten sind eingesickt. Ja, sind richtig cool. Petri, danke, Stefan. Wir haben hier einen neuen interessanten Spot gefunden. Eine langgezogene, unscheinbare Sandbank. Geht ganz weit hier einen Fluss runter. Und genau an der Sandbankkante 2,5-3 Meter. Könnte funktionieren. Werden wir testen. Ich bin gespannt, ob wieder nur kleine kommen. Aber kleine sind ja besser als keine. Oder ob ein Dicker hier lang marschiert. Sieht doch spannend aus. Hier angelt auf jeden Fall kein anderer. Ganz unscheinbares, langes Ufer.
gar nicht so einfach, über diese langgezogene Sandbank perfekt die Schnüre laufen zu lassen, weil wir hier so einen kleinen Knick drin haben. Aber der Knick bremst auch ein bisschen die Strömung, die von oben runterkommt. Und hier unten in die Kurve, da liegen unsere Köder. Schauen wir mal, ob es einen Dicken bringt. Hier am Sandbankabriss, die Mikros liefern weiterhin. Wir lassen abschießen. Goodbye. Was hast du mit deiner Hose jetzt gemacht? Das freue ich mich auch. Alter Vater, so schöne neue Hose. Ja. Ja, guten Morgen. Die Nacht verlief leider ruhig in der Dämmerungsphase. Zwei Aktionen. Ist 1,50 so der größte Fisch. Aber der Dicke ist ausgeblieben. Jetzt natürlich wieder die Frage, nochmal sitzen bleiben oder weiterziehen. Ja, auch bei unserem Aussätzigen mit dem Walkie-Talkie kam kein Funkspruch nachts mehr rein. In der Dämmerungsphase kam Fisch. War also überall Action, aber der Dicke ist in der Nacht ausgeblieben. Schaut übrigens mal in der Videobeschreibung. Ich bin wirklich mega happy mit den Teilen hier. Ich habe sie euch da unten drin verlinkt. Sind wasserdicht, haben eine ganz lange Batterielaufzeit und lassen sich ganz einfach hier draußen am Wasser immer wieder laden. Ja. Und es ist eine spannende Sache. Ihr seid sehr flexibel, müsst nicht dauernd das Handy anhaben, irgendwelche Roaming-Kosten bezahlen und könnt so effektiv die Spots finden, wo die Fische aktiv sind, ja, wenn man Lust hat, sich aufzuteilen. Ja, und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wie geht's weiter? Nochmal sitzen bleiben, in der Hoffnung, dass der Dicke hier kommt, oder weiterziehen. Wir werden einpacken, nochmal einen neuen Platz probieren und weiterziehen. Aber besser kleinere Welse als gar keine. Manchmal ist das so. Moin Moin, bitte kommen, bitte kommen, ich hol dich jetzt ab. Kannst du schon mal dein Zeug zusammenpacken? Ich glaube, wir haben einen neuen, aussichtsreichen Platz gefunden. Bin gespannt, wie es weiterhin läuft, ob wir weiterhin uns durch die ganzen kleinen Wälse durchangeln müssen auf der Suche nach dem Dicken oder ob diesmal die Dicken schon am Platz sind.
und Hunger haben. Aber das ist ja gerade das Spannende, ne? Man kann nicht jeden Tag einen großen fangen. Auf dem Weg dahin ein paar kleine sind dankbare Begleiter und macht das Ganze auch spannend. Wir haben unsere Fallen direkt hinter diesen Bäumen hier, die permanent vom Ufer abbrechen, präsentiert. Genau in den Astkronen. Bin mal gespannt, ob jetzt hier endlich der Kleinfischwahnsinn aufhört. Und hier vorne seht ihr den Auslauf des Angelplatzes. Noch ein schöner toter Baum. Hier kommt die Uferkante. Schöner Dreher hier im strömungsberuhigten Bereich. Und da drüben haben wir unseren Walkie-Talkie-Man hingesetzt. Ja, hier drüber sind wir in Kontakt und konnten beide Bereiche, also einmal das schöne, langgezogene, tiefe Naturufer und hier diese Kante, wo das Wasser rausläuft, perfekt beangeln. Und damit der junge Mann nicht verhungert auf dem Boot, bringe ich dem jetzt eine leckere Trinkmahlzeit. Y-Food Lassies, mega lecker und machen super satt, wird er sich freuen. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier den Kleinfisch-Wahnsinn beenden können. Aber wie sagt man so schön, Fisch ist Fisch, lieber Kleinfisch als kein Fisch. Aber das ist schon eine verrückte Situation. Jede Nacht Aktion, im Dunkelwerden, im Hellwerden und alles relativ kleine Welte. Morning. Morgen. Hier, ich hab dir was zu essen mitgebracht, dass du nicht verhungerst auf dem Boot. Super, hm? Danke dir. Nächste Mal. So, Wogitogi. Alles am Start? Ja. Fungi, Fungi. Ein Fischi, Fischi. Alles Gute. Gute Reise, ja. Hat er sich's gemütlich gemacht hier auf seinem Kutter. Aber das ist effektives Angeln. Vor allem in Phasen, wo es zäh läuft. Bis am Morgen kam bis jetzt immer zuverlässig. Bin mal gespannt, ob sie jetzt ein bisschen größer werden. Wirklich verrückt, wirklich verrückt. Das ist die 11. Aktion jetzt, also 11 Fische fängt man in manchen Wochen hier nicht, aber wirklich viele, viele kleinere Welse. Ich zeige euch jetzt mal unser Areal. Viereinhalb Meter Wassertiefe hier direkt am Ufer, viel Futterfisch, viel Holz. Dann genau hinter diesen Bäumen liegen die Montagen. Es ist ein bisschen Risikoangeln, ganz klar, der Fisch kann ja auch nach oben losschießen in die Bäume rein. Einfach drüber gehen, weiter kurbeln, mit der Spitze drüber gehen. Leider kurbeln, mit der Spitze drüber gehen, der hängt davon an dem genau. Aber ich guck, was ich krieg. Da hat sich da eine Euge mupfelt. Aber ist jetzt schön nach außen weggezogen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video schreiben. Liegt es am Platz? Liegt es an der aktuellen Situation? Das klare Wasser, das niedrige Wasser? Aber der sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Vielleicht haben wir jetzt zum Abschluss doch noch einen dicken, ja. Besserer Fisch jetzt, definitiv. Ja, das ist kein schöner Fisch. Das ist ein großer Fisch. Das ist ein großer Fisch, ja. Das ist dann nochmal belohnt, ja. Ja, und plötzlich kommt doch noch ein dicker, ja.
Trinklehne. Und wir haben schon der Schwind. Soll ich das Boot ziehen? Kommt schon, wir haben freies Wasser hier, kann nichts passieren. Na, da unten um die Ecke, da sitzt unser Walkie-Talkie-Kandidat, der Torben, in dem Auslaufbereich, wieder perfekt aufgeteilt, um alle Register ziehen zu können. Das ist ein böser Fisch, hast du sehen. Drin steht auf jeden Fall, wie steht der dann nur verzieht. Ach, geht um Heide. Ich mach da einen Schlag und dann. Großer Fisch. Ich lach mich kaputt, wenn da jetzt sonst wo 50er hochkommt. Ich bin gespannt, ja. Ich bin sehr schon gespannt. Hier hinter dem Baum kam der Biss, ganz dicht am Ufer, ins Holz reingelegt, auf Risiko geangelt. Jetzt kommt langsam das Vorfahrt, jetzt werden wir gleich sehen, was der Sache ist. Uiuiuiui, mach gute Blasenwand, pass auf, Rute nicht übergehen. Alter Vater, ja. Von dem Drill die rote Schnur, seht das, unsere Schlagschnur, ganz wichtiges Hilfsmittel. Die Zeus Universal Line in der 80er Ausführung, also sehr, sehr abriebsfeste, schier unzerstörbare Schnur, brauchen wir bei dem Angeln hier in den Hindernissen. Oder wenn ihr irgendwo nach Steinpacken unterwegs seid oder sowas. Ja. Aber der macht richtig gut. Ich muss schon mal gucken, dass er nicht noch irgendwo eine Hecke hier findet. Aber nee, jetzt ist er frei. Also nee. Ja, ist ein großer Fisch. Spannend. Oder hängt am Schwanz irgendwie so ein Blödsinn? Das kann man ab. Das wäre noch die Kralle. Beim Drill seht ihr die Solid Bank, einer meiner Lieblingsrouten, Vollcarbon-Material, also die Rute macht Spaß bei kleinen Fischen, weil sie eine schöne Aktion hat, aber ihr habt genug Power auch für den Kampf mit richtigen Giganten. So. Will nicht hochkommen. Ja, aber selbst mit dem Schwanz hänge ich mir das. Wie so mit dir abgeht, das kann ich nicht kleine Fisch sein. Ja, nee, der hängt normal. Ein guter Fisch. Dampf. Ja, Kraft.
der Büffel. Ein richtiger Büffel ist das. Schön breit. Dampf ohne Ende. Power hatte. Was ruft mit der Hake auf dem Schlauchboot? Nein, ganz knapp sich ist. Obwohl, nee, ist das auch noch drin. Wie bitte? Nee, ganz der, knapp. Ja? Nee, nur der dicke hängt. Der große Haken hängt. Matte vorbereiten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der Fisch hängt ganz, ganz knapp hier in der Seite. Das ist ein haltbarer Bereich, aber kann jetzt noch viel passieren. Ne? Und wenn er dann jetzt so einen Fisch greift, muss alles passen. Reingreifen, festhalten. Gewesen, gell? Noch Kraft der Serbe über. Ja, der hat echt gut Kraft, das Vieh. Da kommt er wieder. Großer Fisch, langer Fisch auf jeden Fall. Ja, ich will nicht zu arg ziehen hier. Ja, der ist ja schon ein bisschen. Schaut mal, wo der Haken hängt. Seht ihr das ganz knapp da in der Seite, der große Haken. Aber wir haben, das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Büffel. Das ist ein richtiger Büffel nach den ganzen kleinen Fischen jetzt. Ja, das ist so 240 plus. Das ist 240 plus. Petri, Frenki. Petri. Hä? Endlich mal ein Büffel im Boot. Geil. Zeig mal die Schwanzflosse hinten. Ja, das ist so ein Fisch in der 200 Pfund Klasse. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt. Hättet ihr das geglaubt? Ich habe vorhin noch gefragt. Viele kleine Fische. Ist der Platz dann schlecht? Ist es die falsche Zeit? Aber jetzt hier dieser Büffel, ja. Dort, wo Aktion kommt, kommt da irgendwann der Richtige. Und das ist ein richtiger Fisch. Und alles bei Tageslicht, ja. So macht doch Wallerangeln Spaß. Aufgestanden, gerade Kaffee trinken gewesen. Und die Bombe kommt. Schaut euch diesen Fisch an. Ja, da haben wir lange für stricken müssen. 2,45. Ein Fisch der 100 Kilo Klasse. Ich schätze so 105, 106 Kilo rum. Richtige Bombe. Hat uns gut eingeschenkt. Hat lange tief gestanden. Petri, Frenki, das war, Petri, Stefan, war nach geil. Den ganzen kleineren Fischen jetzt wirklich die Krönung. Aber das ist oft so, ja. Ballert einfach mal in die Kommentare, wie ihr euch verhalten hättet, wenn so viele kleine kommen. Aber das Beste kommt dann bekanntlich immer zum Schluss. Petri Heil. Dritter. Haltet am besten den Fisch kurz vorm Freilassen hier so schön in den beiden Kiembögen, wo sie zusammenlaufen. Schön in die Strömung stellen. Jetzt seht ihr schon, die eine Bartel ist schon nach vorne, hat das Maul schon leicht offen.
fängt schon an hier zu pumpen. Tut mal den schön fixieren. Der Kollege, dass da auf jeden Fall noch viele, viele Jahre hier im Fluss unterwegs sein darf. Und uns Anglern vielleicht Sternstunden bereiten kann. Wenn man das Glück hat, den Kollegen hier nochmal an den Haken zu bekommen. So, adios. Vielen Dank für deinen Besuch. Und hier ein dickes Petri. Zum Huni. Haben viel gekämpft die Woche dafür. Ja, das stimmt. Aber genauso ist Angeln. Abgerechnet wird immer zum Schluss. Und jetzt geht's weiter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute für euch. Und nicht verzagen, wenn es nicht direkt mit dem Dicken klappt. Auch wir fangen manchmal kleine Fische, müssen probieren, neue Plätze machen, hin und her ackern. Und wie gesagt, das habt ihr ja auch ganz gut erkannt, auch mal die Komfortzone verlassen und mit Hilfe der Walkie-Talkies das Auftrennen macht es möglich. Auch wenn ihr alleine mit einem Kumpel unterwegs seid, ist immer gemütlicher, zusammen irgendwo zu sitzen. Aber einer abends aufs eine Ufer, der andere aufs andere Ufer will was testen, habt ihr auf jeden Fall größere Chancen, einen Biss zu bekommen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch. Viel Erfolg am Wasser. Euer Stefan. Ciao, ciao.